Mr. Flynn? Sir. Hier gibt's auch nichts Neues. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Ja, guten Tag. Gehen wir mal nach oben in unser Zimmer. Ich sollte Kim anrufen. Ah, okay. Die Frau. Hallo? Hi, ich bin's. Na, alles klar bei dir? Was willst du, David? Nichts, ich wollte mich nur kurz melden, Bescheid sagen, dass ich gut angekommen bin. Okay, sonst noch was? Hör mal, Kim, können wir nicht? Ich muss gleich los. Also bis dann. Warte, Kim. Ist ja auch irgendjemand freundlich mal zu uns? Das ist ja echt doof hier. Das ist doch eine Scheißwelt. Die sind alle total unfreundlich und kackbratzig zu ihm. Das ist doch blöd. Vielleicht haben wir hier mal was auf dem Anrufbeantworter, was Neues? Ein Telefon mit Anrufbeantworter. Ich hab's extra bestellt für den Fall, dass ich den PDA für die Sitzungen brauche. Keine neuen... Nix. Okay. Dann nicht. Also, die Frau anrufen bringt nichts. Vielleicht können wir mal den Anwalt anrufen. Den kennen wir ja noch nicht. Ingram? Hi, Terry. Ich bin's nochmal. Passt es jetzt besser? Naja, also... Komm schon, 5 Minuten. Wolltest du dich nicht melden? Ja, sorry, ich hab's nicht geschafft. Und jetzt bin ich knapp dran, weil ich gleich noch zu euch rüber muss. Klar. Wie geht's denn, Kim? Hast du sie schon gesprochen heute? Ja, kurz. Heute früh? Nein, mittags, in der Stadt. Wir waren zum Essen. Oh, schön, gute Idee. Wird dir gut tun, mal ein bisschen rauszukommen. Und, was macht ihr heute Abend? Ich weiß noch nicht. Vielleicht gehen wir auf ein Glas raus. Hat sie dir was erzählt? Ich meine, wegen uns. Nicht viel, nein. Hat sie gesagt, sie will sich trennen von mir? Nein, sie war einfach sehr in Gedanken, wegen des Jahrestags. Wie kommst du darauf, dass sie sich trennen will? Sie hat angerufen. Oh je. Terry? Ja? Du hilfst mir doch, oder? Na klar. Sie muss sich wieder beruhigen. Redest du mal mit ihr? Mach ich. Hör mal, David. Sei nicht böse, aber ich muss wirklich los. Ich melde mich morgen früh wieder, ja? Ja, mach das. Aber dann wirklich früh. Ich muss ins Büro. Es geht sonst erst wieder abends. Okay, also bis morgen. Bis morgen. Die haben noch was miteinander. Das kann mir doch keiner erzählen. Komm schon. So nervös wie der war und der hat schon Mittag mit ihr verbracht und jetzt am Abend auch noch und will ein Gläschen mit ihr stürzen gehen. Der hat auf jeden Fall was mit ihr. Der geht garantiert fremd mit ihr oder sie geht ihm garantiert fremd mit dem Kerl. Und das ist dann auch der beste Freund. Wunderbar, so muss das sein. Perfekte Scheißwelt. Sorry, aber anders kann man es ja nicht sagen. Wir könnten nochmal Moretti anrufen. Vielleicht gehen wir mit dem Saufen eine Runde. Oh, nee, wollte ich gar nicht. Hier, verwenden. Ey Joe, lass einen kippen gehen. Niemand dran? Okay. Dann nicht. Vielleicht gehen wir dann wirklich einfach schlafen. Bett, ja, Bett. Nicht überlegen, schlafen. Nein, ich kann jetzt nicht schlafen. Ach Mensch, hab dich doch nicht so. Gut, dann haben wir also noch irgendwas zu erledigen. Dann ist noch irgendwas unerledigt hier. Vielleicht können wir ja jetzt in die Nighthawk Bar. Noch nicht. Aber... Tja. Geld? Vielleicht brauchen wir jetzt mal welches. Ich weiß es nicht. Ein Cashpoint. Nicht so. Okay. Oh, Central Park. Ich hab was anderes zu tun. Ach. Doofer Kerl, es ist schon Nacht. Du musst nicht mehr... Naja. Wahrscheinlich müssen wir doch nochmal rüber und dort noch irgendwas erledigen bei dem Patienten. Dann gehen wir halt nochmal fix hier rein. Und tja, was machen wir, ist die Frage, ne?
Eigentlich gibt's nichts weiter zu tun so richtig. Irgendwie lässt sich der Zettel nicht benutzen oder ich stelle mich zu doof an, aber eigentlich gibt's da keine richtige... Es ist dunkel da drin, scheint ihm aber nichts auszumachen. Ach stimmt, ich habe das Licht ausgemacht. Eigentlich gibt's da keine richtigen Unklarheiten. Aber was bringt es mir eigentlich, das Licht auszumachen, frage ich mich gerade. Die Zelle ist dunkel. Es ist dunkel da drin, scheint ihm aber nichts auszumachen. Hm. Die sind alle sehr komisch. Aber gut, die sind ja nicht umsonst in der Psychiatrie, nicht wahr? Kann ich noch mal kurz stören? Bitte. Gibt auch nichts mehr bei der hier? Ich muss wieder. Bis später. Ich wollte nur stören, nichts anderes. Ich wollte nicht quatschen oder so, ich wollte nur stören. So, Licht wieder an. Wunderbar. Dann gehen wir halt doch nochmal gucken. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Ich werde auch mal den Hotspot benutzen. Vielleicht können wir auch in Zelle 2 hier bei den Frauen irgendwas machen. Ich lasse sie besser erstmal in Ruhe. Okay, sie liegt total apathisch da. Da wird sich wohl auch nicht viel machen lassen, nehme ich an. Nee, hier gibt's auch nichts anderes. Da wird auch das Papier, nehme ich mal so an, nichts nützen. Nein. Gut. Vielleicht können wir auch Stift und Papier am Tisch benutzen, um irgendwas aufzuschreiben oder so. Das könnte natürlich noch sein. Hier war ja ein Tisch gewesen. Verwenden am Tisch. Das scheint zu gehen. Oder? Nee, doch nicht. Verdammt. Aber... Ach, doof. Tja, was tun wir? Das ist die Frage. Und bei ihr, sie war ja auch... Nee, die ist auch weggetreten. Wir brauchen das Papier ja eigentlich auch bei einem Mann und... Tja. Es ist ein bisschen schwierig gerade. Ich habe keine so richtigen Anhaltspunkte irgendwie. Oder ich stelle mich gerade total doof an. So, gehen wir nochmal zum Psycho Nummer 1. Mit Kopfhörern drin und auf volle Lautstärke gedreht, ist das schon so ein bisschen gruselig, dieses scharfe Einatmen. Was machen wir? Was machen wir? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Was tun wir nur? Ich weiß es nicht. Nochmal Zelle 1. Eigentlich muss das unser Kollege sein hier, mit dem wir irgendwas anfangen müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der das ist, der Delete rumgeschrien hat. Und Dave hat es ja auch gesagt, dass wir ihn konfrontieren müssen damit und dass wir da Sachen draufschreiben können, wenn wir das nächste Mal mit ihm reden. Das ist der Psycho hiervon, der als erstes eingeliefert wurde. Der und der, die kann man so schlecht auseinanderhalten, die sehen quasi gleich aus, finde ich. Tja. Der erste Delete-Mann. Also entweder ist es der in Zelle 2 oder in Zelle 3. Naja, in Zelle 1 oder 3, so rum. Tja, weiß ich auch nicht, ne? Können wir nicht hier... Ein Blatt Papier. Unbeschrieben. Tja, das hast du gut beobachtet. Aber es muss doch irgendwie gehen, hä? Nicht so... Das ist aber auch der einzige, bei dem ich schon irgendwie hier eine Interaktion reinbringen kann. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, aber ich kann hier unten das nicht auswählen. Okay, wir können ja nochmal probieren. Ich habe ein bisschen in den Akten gelesen. Du hast etwas gerufen, als du hierher kamst. Erinnerst du dich daran? Okay. Es war ein einzelnes Wort. Da soll erstmal einer drauf kommen. Ich werde dir das Wort gleich zeigen. Vielleicht hilft dir das.
Delete. Nein, nein. Ich möchte herausfinden, was du zuletzt getan hast, bevor du gefunden wurdest. Schau auf dieses Pendel. Konzentriere dich nur auf dieses Pendel. Es ist... Aha, das sieht gut aus. Ja? Es ist so dunkel. So dunkel. Ich bin allein. Ich bin... Unser erster Flashback. Oh. Ich bin allein. Es ist dunkel. Wie fühlst du dich? Kennst du den Ort? Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Vor denen. Ich muss hier weg. Da ist ein Gitter. Dunkle Gänge. Und eine Mauer mit einem Gitter. Ein Loch im Boden. Ich höre Geräusche. Hast du etwas bei dir? Eine Pistole. Und eine Brechstange. Woher hast du die Sachen? Ich weiß nicht. Da. Schritte. Ich muss hier raus. Ja, dann würde ich sagen, benutzen wir mal die Brechstange. Hallo? Benutzen? Mit der Wand oder... Ah, hier. Lüftungsgitter. Genau. Der hat aber ganz schön die Ruhe weg dafür, dass er verfolgt wird und Angst hat. Das Gitter hat sich verkantet. Ach. Ich versuche es erst auf der anderen Seite. Na supi. Dann gehen wir hier rüber. Kannst du irgendwie hier rüber gehen? Ach so, du meinst auf der Seite, alles klar. Ich dachte am anderen Gitter. Aber ich frag mich gerade, von wo hier jemand kommen soll. Eigentlich sieht das ja relativ sicher aus. Da ist ein Gitter. Reicht noch nicht. Gut, dann nochmal auf der anderen Seite. Und dann sollte es ja eigentlich endlich draußen sein. Ja, genau. Pff, tja, elegant. Ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Wo? Ich weiß nicht. Es ist ein umzäuntes Gelände. Am Wasser. Aber du siehst niemanden. Ist noch jemand da? Ich habe Angst. Sie kommen. Sie sind auf dem Weg. Jemand ruft. Bleib ganz ruhig. Das ist schon passiert. Es sind nur Erinnerungen. Wer ist es? Ist es eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ich muss weg. Ich muss irgendwie über den Zaun. Gut, dann gehen wir erstmal hier runter. Zaun. Hinauf. Ach nein, hier oben. Oh nein, mach's nicht. Mach's nicht, da oben ist Stacheldraht. Mist. Das schaffe ich doch nie. Ach gut, da kriegt's von allein mit. Verflixt. Stacheldrahtzaun. Vielleicht können wir die Fässer irgendwie Ach, benutzen. Benzinfässer. Ah. Dann schießen wir mal auf die Fässer. Und reißen ein Loch in den Zaun. Finde ich gut, dass es realistisch gehalten ist, denn das Fass explodiert einfach nicht, wenn man drauf schießt. Zumindest wenn es voll ist, weil sich nur die Benzindämpfe entzünden können. Und ein volles Fass hat nun mal keine Dämpfe drin. Genauso ist es übrigens mit Autos. Wenn ein Auto voll getankt ist, kann es nicht sich entzünden. Können wir noch irgendwas hier... Was haben wir jetzt davon? Ach, wir können das leere Fass jetzt benutzen. Okay. So leer scheint es ja doch noch nicht zu sein. Ich weiß bloß noch nicht, wofür wir es brauchen. Aber wir rollen es erstmal durch die Gegend, ist okay. Ach so. Wir können draufklettern. Ah.
Oh, oh. Ich schaff's. Da liegt ein Boot. Über den Stacheldraht. Nicht am Stacheldraht hängen bleiben. Gut. Wow. Daher die Unterkühlung. Ach nein. Ach so, Polizei, okay.